Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei mir beim Whisky Bubbler in der Whisky Challenge. 30 Tage, lustige Sprüche, interessante Fragen zum Thema Whisky. Und heute die Frage, welchen Whisky, den ich mit meinen besten Freunden teile? Welchen Whisky teilst du denn mit deinen besten Freunden? Ich für meinen Teil, ist immer schwierig, weil es sind dann doch unterschiedliche Whisky-Kreise. Der ein oder andere ist halt Frankfurter. Da brauchst du halt mit den Michel Couvreur-Produkten zum Beispiel nicht auftauchen. Bei anderen kannst du die wieder toll bringen. Also es variiert für mich immer so ein bisschen. Aber wenn es um beste Freunde geht und man Lust hat, einfach einen schönen Tropfen, den man dann doch nicht so häufig mitbringt, und egal, ob man den kennt oder nicht, der Michel Couvreur Blossoming. Ich habe jetzt mal die Packung hier hingestellt. Einfach ein toller Whisky. Ja. Ist ein bisschen teuer, deswegen 180 €, macht man jetzt nicht jeden Tag auf, aber ist schon guter Stoff. Und egal, wenn man dem einschenkt und hast du Lust, den zu trinken, sagt jeder, wow, toller Whisky und so weiter. Müsste man eigentlich viel öfters trinken. Er ist halt ein bisschen zu teuer, aber gut, toll, und mit Freunden genießt man gern was Gutes. Also Michel Couvreur Blossoming ist ein Whisky, den man gern mit seinen besten Freunden trinkt. Ob man den auch selbst, also ich wurde auch schon auf ein Blossoming eingeladen, sagt, wow, lecker, macht Spaß. Also tolles Teil, Michel Couvreur Blossoming. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, welchen Whisky du mit deinen Freunden genießt. Wie gesagt, bei mir ist es der Blossoming. Bei dir wird es irgendwas anderes sein. Vielleicht hast du da einfach eine schöne Erinnerung, einen schönen Moment. Ich finde es schwierig. Ne? Das kann nicht ein Whisky sein, weil man trinkt immer gerade das, was man offen hat, was man da hat, was man toll findet. Mit den besten Freunden das Beste zu teilen, macht einfach Spaß. Ne? Whisky gemeinsam genießen ist einfach ein toller Moment. Darum geht's. Das war der 12. Tag. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Frage. Und so weiter. Immer noch andere spannende Fragen. Die ein oder andere wird natürlich ein bisschen wie das Mixen. Fand ich jetzt persönlich gestern nicht so toll. Ja. Aber beste Whiskys, interessante Abfüllung. Ich glaube, man kriegt da schöne Einblicke. Schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, wie ihr das Format findet. Ich ziehe es trotzdem durch. 30 Tage kriegt ihr den Spaß. Also morgen geht es weiter mit der 13. Macht's gut, bleibt gesund. Bis demnächst. Ciao.